so unsagbar leid. Welche Herrschaft, und jetzt jammer doch nicht, ob ich in ein Loch nehmen musst. Andere Leute haben keine Probleme. Herrgott, wie schreibe ich jetzt da, dass es mir auf keinen Fall passen täte, tutet. Na, das ist nicht dienstlich genug, ne? Schreib den Liebesbrief. Du Depp, ich erhebe Einspruch. Aber das verstehst doch du nicht. Was ist denn mit dir los? Also, ich habe jetzt noch akute Atemnot gehabt. Hm? Zuerst habe ich einen minutenlangen Herzstillstand gehabt. Und jetzt geht's wie beim Trommelfeuer. Hm? Also, ich glaube nicht, dass ich heute überhaupt noch putzen kann oder irgendeine andere profane Arbeit übernehmen. Ich hab dir einen Vogel. Sag mal, bist du krank oder was ist denn los? Nein. Ich muss die zahlen auch noch. Nein, wirklich nicht. Fürs Küssen musst du das zahlen, für was denn sonst? Was? Bring mir noch eine halbe, ich mag noch nicht heimgehen. Ja, geh her, löst noch eine halbe. Ja. Guten Tag, Herr Stangl. Ja, Herr Bernstingl. Herr Lehrer. Ah, Werner, hab ich schon lange gewartet, nicht einen, den ich dringend brauche. Gerne, ich stehe Ihnen immer zur Verfügung. Ja, bitte nehmen wir's Platz, ich komm gleich zu Ihnen. Gell. So, da hast du noch ein Bier, gell? Was ist, Herr Lehrer? Wollen wir auch eine halbe? Normalerweise trinke ich ausschließlich Kamillentee. Voll Teufel. Aber wenn Sie mich schon freundlicherweise einladen, ja, ein Viertelchen bitte. Ein Viertelchen Bier? Gut, ja, Lehrer. Ja, gut. So, Herr Lehrer. Ja, Sie mehr vertragen Sie sowieso nicht. Das schon klang das schon mal schon. So, Herr Lehrer, da schauen Sie her. So. So. Ja, das ist ein bisschen mehr Schaum. Dafür kostet nichts. Sie müssen mir ein bisschen helfen. Sie haben das schon gehört von dieser Tankstelle, die da gebaut werden soll bei mir. Und also ich finde so eine Tankstelle sehr praktisch. Heute Pappen und trinkt ein Bier. Und da hätte ich Sie gebeten, ob Sie mich nicht eine Hilfe leisten könnten, indem wir ein bisschen einen Brief schreiben. Ne? Selbstverständlich. Verstehe mich doch. Selbstverständlich, Herr Stangl. Ja? Abgesehen davon, dass eine Tankstelle ein äußerst profanes Bauwerk ist und überhaupt nicht ins Ortsbild passt. Das habe ich dem Bürgermeister auch schon gesagt. Abgesehen davon entscheidet über ein derartiges Projekt die öffentliche Meinung. Und das bin ich. Nicht ausschließlich, leider. Ist Ihnen denn ein entsprechender Bauantrag schon zur Unterschrift vorgelegt worden? Ich werde jeden Tag damit antanzen. Und darum möchte ich ihm vorher den Wind aus den Segeln nehmen. Ne? Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Aber ich setze Ihnen natürlich gerne ein diesbezügliches Schreiben an die entsprechende Behörde auf. Herr Lehrer, das ist prima von Ihnen. Wissen Sie, ich bin ein Metzger und Landwirt. Ich kenne mich nicht so aus mit der amtlichen Sprache, ne? Aber das soll nicht heißen, dass ich Depper bin, gell? Aber wo denken Sie hin, Herr Stangl? Welche Argumente soll ich denn nun gezielt aufführen, die gegen den Bau dieser Tankstelle sprechen? Aus Ihrer Sicht? Folgendes. Sie schreiben einfach, ne? Dass ich stinksauer bin, ne? Und dass ein solches Betonbollwerk einfach nicht dazu passt zu diesem herrlichen Anwesen vom Stangl wird. Und den Gestank darfst du nicht vergessen. Was glaubst denn du, wird den Sommer in deinem Biergarten einstingen? Ja. Die Benzinkisten. Ja. Motor an, Motor aus, Zapfen rein, Zapfen außer. Müller, das gibt der Griechen. Ja, ja, da hat er recht. Das muss auch in den Brief rein. Lorenz, du kriegst auf Rechnung des Hauses noch ein Bier, gell? Und damit ja, grüß Gott, benannt. Ja. Da sitzen ja die bekannten Größen des Dorfes schon beieinander. Was hast du denn da in deinen Mappen drin, Bürgermeister? Du, bevor du jetzt gleich in die Luft gehst, ja, jetzt schau dir die Pläne zuerst einmal in aller Ruhe an. Du kannst gleich wieder einpacken, ich schaue sie nicht an und ich unterschreibe nichts. Ende der Debatte.
Herr Lehrer, Sie sind doch ein vernünftiger, fortschrittlicher Mensch. Der Herr Lehrer arbeitet bereits für mich, wir erheben Einspruch. Also wenn du meinst, dass es besser ist, wenn du dich auf Stur stellst, bitte. Eine Frage, Herr Bürgermeister. Wenn schon Tankstelle, warum denn nicht an den Ortsrand? Wir haben zwei Ausfallstraßen, dort wäre doch ein Bau viel sinnvoller. No. Das wurde von kompetenten Fachleuten alles genau durchdacht. Und wir haben unsere Gründe, warum die Tankstelle genau da und nirgendwo anders gebaut wird. Aha. Und ich habe meine Gründe, warum da nicht gebaut werden soll. Bürgermeister, dass der Depp ist, das weiß ich schon lange. Aber dass du so der Hirnnagel bist, das wundert mich. Du verdienst es gar nicht, Bürgermeister, so eines schönen Ortes mit gewachsener Tradition zu sein. Oh, das hast du jetzt schön gesagt. Das geht dann direkt ans Herz. Geil. Dann darf ich mich verabschieden, Herr Stangl. Ihr Auftrag wird erledigt. Wir sehen uns wieder bis später, gell? Ja. So, und dann sage ich dir jetzt gleich noch was. Ja. Erstens wird so ein Bauantrag nach der öffentlichen Meinung entschieden und nicht nach der unmaßgeblichen Meinung eines einzelnen Dickschädels. Heute bin ich allerging. Du bist überhaupt nicht wichtig, gell? Und zweitens brauchst du wegen deinem geschichtsträchtigen Stanglwirt gar keinen solchen Wind machen. Schau dir doch die alte Bruchbude einmal an. Was hast du jetzt gesagt? Alte Bruchbude, habe ich gesagt. Die ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Ist ja ein Schamfleck für den ganzen Ort. Das sagst du mir nicht noch einmal, sonst? Ja, was sonst? Bin ich imstande und lass den ganzen Stanglwirt frisch runterstreichen. Das war der erste vernünftige Satz, den ich seit langem von dir gehört habe. Vierte Goldstanglwirt. Ja. Servus. Ja. Dem hast du es jetzt aber gesagt. Das war auch direkt ein seelisches Fußbad. Ja, der Mann überhaupt nicht mehr zum Sagen. Den mach ich so klein mit Hut. War das der Ernst mit dem Runterwesseln? Weißt du, ein bisschen verhaut schaut der Stanglwirt schon aus. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ein bisschen eine frische Farbe tat nicht schaden. Ja. Dann hättest du wieder bessere Argumente gegen die Tankstelle. Ja. Auf alle Fälle bin ich bei deiner Aktion gegen den Bürgermeister, dein Verbündeter. Ich war. So, und jetzt bringst du mir noch einmal. Schau, dass du endlich heimkommst, du Nachtwächter, du ganz trauriger, du. Ja. Ich war gerade dabei, mich zu verabschieden. Ich wollte gerade noch schnell mein Bier austrinken. Ich helf dir dabei, gell? Das ist aber nett von dir, dass du jetzt mein Bier austrinkst. So, und jetzt gehst du raus. Ja. Und heim und marsch, aber ganz schnell. Ja. Geh nur zu. Das Bier wird aufgeschrieben, gell? Jetzt hopp, 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 zack, zack. Stange. Bei dies müssen die meine sein. Opa. Ja. Ja. Bist du gerade allein? Ja, freilich, Mausi Schwanzele. Was machst du denn von deinem Opa? Sag einmal, Opelein, meinst du, kannst dein altes Motorradl vom Schuppen draust wieder in Schuss bringen? Ich bringe alles in Schuss, wenn ich will. Nur bei der Oma habe ich manchmal Schwierigkeiten. Was will ich denn damit? Ja, fahren möchte natürlich. Du, und die Brau hat schon morgen, wenn's geht. Jetzt pass mal auf, dass wir gleich im Klaren sind. Mhm. Wenn ich das Motorrad wieder in Schuss bringen sollte, dann sitzt du hinten und ich vorn. Opa! Was? Du bist doch viel zu alt zum Motorradl fahren. Wiederhol das ja nicht wieder, dass ich zu alt bin, gell? Okay, wie schaut denn das aus, wenn ich mit meinem Opa ankomme? Hm? In der Disco? Hä? Okay. Na, ich glaube, ich fahr doch lieber mit dem Bus. Und was meinst du, was die Oma sagt? Bin ich kleiner Bruder, dass ich die Oma um Erlaubnis fragen muss? Die Sache ist geritzt. Ich gutsche dich. Nein. Ich glaube, ich nehme doch lieber das Auto vom Papa. Hm? Ich mein, du kannst mich höchstens abholen, aber dann nur hinten ums Eck rum, hinter der Disco, dass die keiner sieht, gell? Bitte, Opa. Oh. Oh. Die schämt sich ihres Großvaters. Das tut weh. Aber da werden Sie schauen, wenn ich mit meinem heißen Ofen so durch den Ort brause. Da kann ich dem Bürgermeister etwas dagegen tun. Ja, Moment, da war ja eine Tankstelle da drüben direkt angebracht. Was heißt da drüben? Die Tankstelle baue ich selber, dann kann ich nämlich auch umsonst tanken.
wieder daheim bist. Gell? Ja. Sag einmal, du Dorf-Casanova, wie viele Herzen hast du denn gebrochen, ha? Oh mein Christa, da hab ich leider gar keine Zeit gehabt. Oh. Ja, Tag und Nacht marschieren und exerzieren. Aber jetzt werden die Herzen wieder gebrochen. Mm. Wird alles nachgeholt. Ja, da ist er ja wieder. Grüß die Brüder. Na und? Haben Sie da deine Feder gekrupft beim Bund? Schon ein wenig, ja. Thomas! Oh, grüß Gott, Herr Stange. Was ist denn mit der los? Ja, ein Begrüßungsbussel habe ich gegeben. Ganz harmlos. Oh, bei der Gerdi ist kein Bussel harmlos, gell? Das lässt in Zukunft bleiben. Die ist sowieso deppert nur. Nicht, dass sie den Verstand noch ganz verliert. Ach, ja. Servus, Onkel Hill. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Ja, Onkel Thomas, grüß dich. Das ist ja der reinste Familienauflauf. Aber schön ist wieder daheim. Aber nicht mehr lang. Für dich beginnt jetzt wieder der Ernst des Lebens, mein Sohn. Gell? Papa, grüß dich. Gibt's was Neues? Einiges. Ja. Du Vater, bevor du loslegst, ich hätte was Wichtiges mit dir zum Bereden. Gibt es etwas Wichtigeres als diese Tankstelle? Eine Frechheit im Stangl wird eine Tankstelle vor die Nase hinzusetzen. Ne? Also Tankstelle? Vater, Tankstelle hin, Tankstelle her. Ich hab da einen Brief. Der war ich jetzt im Moment wichtiger. Ich hab mit dem Lehrer bereits gesprochen. Der erhebt Einspruch. Und wenn der durch ist, lasse ich das ganze Anwesen runterstreichen. Was? Schaut so, als wenn es eingeschlagen hält. Das muss sein. Ich lasse das ganze Anwesen renovieren, dann schaue ich, dass unser Haus unter Denkmalschutz kommt. Aha. Du auch? Und dann kann sich der Bürgermeister an der Tankstelle seine falschen Zähne ausbeißen. Oh, Papa, da hast aber ganz schön was vorgenommen, du. Sag mal, Papa, warum bist jetzt du gegen eine Tankstelle? Das war doch gar nicht so schlecht. Der kommt heim und redet schon wieder Bretter her. Jetzt überleg mal, wenn uns gegenüber eine Tankstelle steht, dann kommen wir zum Tanken. Und wenn die Schrottlauben mit Benzin volllaufen und die Fahrer ein bisschen blöd in der Gegend rumschauen, was singst du? Ja. Den Stangelwirt. Ja. Genau. Und ich wette, dass sich jeder Zweite denkt, da drüben, da mache ich Brotzeit. Ja, oder ich schlage mir einen anständigen Schweinsbrand zu. Da hat er eigentlich recht, der Bub. Moment, da kommen ja ganz neue Perspektiven auf mich zu. Da muss ich ganz nachdenken. Vater, pass einmal auf. Erstens, du darfst niemals deine Prinzipien gegen den schnöden Mammon aufgeben. Zweitens, der Brief, den ich da hab, könnte deine Entscheidung wesentlich beeinflussen. Ich hör jetzt endlich mit diesem depperten Brief auf. Ich muss jetzt schauen, wo der Lehrer ist. Ich werde euch dabei überlegen, was für Fahrt, dass wir nehmen zum Streit. Ich geh jetzt rauf ins Büro. Silvi, du kommst nachher und hilfst mir, gell? Ah, ja. Was ist nein. Jetzt lass mich jetzt schauen. Na ja, danke schön für die Suppe, Mama, gell? Ich schau mir jetzt auch ein bisschen in Haus und Hof um. Ja. Du, Mama. Was denn? Was hab ich gehört? Wir haben eine neue Verkäuferin. Bitte lass das Mädel in Frieden. Versprich mir das. Mama, das kann ich nicht. Nicht bevor ich es gesehen hab. Und du hilfst mir jetzt beim Auspacken, gell? Nein! Guck! Sehr gut. Ich helfe beim Auspacken, gell? Ja, was ist mit euch zwei? Marsch, marsch! Du, Papa? Hm? Kannst du mir heute Abend dein Auto leihen, wo doch meins in Reparatur ist? Ja, freilich. Wo du ohne Auto nicht hinkommst, da bleibst du weg, gell? Genau, richtig, Papa. Ja. Du, Papa, ich wollte dich auch fragen, ob ich vielleicht morgen dein Auto haben könnte. Nein, keiner kriegt's. Du brauchst kein Auto. Du hast gerade erst ein paar Tage am Führerschein, ja? Ich fahr auf alle Fälle nicht so hirnlos durch die Gegend wie du mit deinem aufgemotzten Cabriolet. Gell, das ist doch ortsbekannt, dass du einen geschockten Fahrstil hast. Papa, sag was, das brauchen wir von so einem unreifen Bürscherl nicht gefallen lassen. Außerdem kommt er bei dir noch erschwerend hinzu, dass du eine absolute technische Flasche bist. Du bist ja so blöd, dass du die Batterie im Handschuhfach suchst. Papa, Schmierwani! Ja, freilich, alle zwei Kinder jetzt gleich mal fangen. Na, aus mit euch! Du kriegst das Auto auf alle Fälle näher. Ich hab das Auto Hallo, eine Postkarte eingeschreibt nacheinander gekriegt. So schon her. Wen haben wir denn da? Einen kenne ich ja gar nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin die Katja, die neue Verkäuferin. Ich bin der Feichtelmoser vom Beruf. Postbote. Woher wissen Sie das? Miserachen, ja, das sag ich nicht mehr.
So, bitteschön. Dankeschön. Das ist aber nett. Ja. Und deinen Einschreibebrief hätte ich, da schauen Sie her. Ach so, nein, halt das. Ging es doch nein, es ist bestimmt jemand da bei den Stangels. Mhm. Dankeschön, mhm. Fräulein Würstel. Fräulein Katja. Hallo, Postkarten, Einschreib, Nachname, Briefbeutelbude ist da. Das. Sie schon wieder. Ja. Was wollen Sie denn? Einschreibbrief habe ich vom Landratsamt. Aha. Übrigens, eine nette Verkäuferin habt ihr. Sakra, sakra. So. Hm. Und der Radl Hirsch hat's mir auch schon spendiert. Das darf die gar nicht. Ich hab's ja erlaubt. Außerdem kennen Sie die Frau von unserem neuen Doktor Unrat schon. Das ist eine feine Frau. Ich habe erst kürzlich ein sehr gepflegtes Gespräch mit ihr geführt. Ein gepflegtes Gespräch? Ja. Sie? Ja. Ich lach morgen, vielleicht habe ich da mehr Zeit. Ja, was unterhält denn überhaupt noch mit denen? Ja, das frage ich mich auch. Wenn man mal Zugang zu den höheren Gesellschaftsschichten hat, dann merkt man erst, was für gewöhnlich für Trampen umeinander laufen. Gott sei Dank kriegt die Frau Doktor sehr viel Post. Sie lädt mich dann immer zu einem Schälchen Tee ein. Zu einem Schälchen? Nein, sind Sie ein Depp. Ich hab Ihnen erlaubt, mich zu duzen. Ich hab ja Sie Depp gesagt. Ach so, noch ist was anderes, ja. Und zu diesem Schälchen Tee kredenzt man dann ein Konfekt. Wir haben doch nicht Fasching. Nicht Konfetti, Konfekt. Nein, sind Sie ungebildet. Ich? Ja. Wissen Sie was, Herr Feichtelmoser? Was denn? Ich stehe über solchen Dingen. Aha. Jawohl. Ich bin nämlich geküsst worden. Okay. Jawohl, und zwar von einem Mann. Aha. Und nicht von seinem gewöhnlichen Briefträger. Darf man da auch wissen, von wem? Das ist doch für Sie vollkommen unwichtig, so. Herr Feichtelmoser. Ja, ja. Außerdem habe ich heute Abend noch ein Rendezvous-Zerl. Ja, natürlich, mit dem Lehrer Holdendold. Mit dem Lehrer? Ja. Ich kriege keinen Lachkrampf. Man sieht sich bei Gelegenheit. Mit dem Lehrer hat sie ein Rendezvous-Zerl. Jawohl, ja, mit dem Lehrer. Und das ist Wissen. Von mir kriegen Sie nie mehr ein Radl Wurst. Jawohl, und auch der Katja werde ich dementsprechende Anweisungen geben. Sie Depsi! Jetzt habe ich es ihm gesagt. So, und jetzt mache ich's doch so wie die Frau Dr. Unrat. Jetzt hol ich mir ein Schälchen Leberkäse mit Konfetti. Also na, wenn's weiter so zugeht, dann bin ich auf die Nacht ganz schön kaputt. Ha? Grüß Gott. Da ist ja hier ein ganz neues Gesicht. Ja, grüß Gott. Ich bin die Katja, die neue Verkäuferin. Aha. Was darf's denn sein? So, die Katja. Mhm. Ein sehr erfreulicher Zuwachs im Hause, Stangl. Ja, aber ich komme mir privat. Ja, ich wollte zur Tochter des Hauses, zu Silvi. Ach, dann darf ich Ihnen also keine Wurst verkaufen. Leider nicht, ne? Ich bin bloß durch den Laden rein, weil durch die Gaststuben gehe ich nicht gern. Und ins Haus selber, da muss man hin drum. Ach so, ja. Kennen Sie die Silvi näher? Meine Entschuldigung, das geht mir eigentlich gar nichts an. Macht doch nichts. Ja, wir kennen uns schon recht lang. Mhm. Wir wollen sogar vielleicht irgendwann heiraten. Ach so. Ja. Eigentlich schade. Was ist schade? Dass Sie nicht früher zum Stangl gekommen sind. Ich wüsste nicht, was das für eine Rolle gespielt hat. Also, ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Ja, ich eigentlich auch nicht. Mhm. Ja, also dann geh wieder. Mhm. Ja, aber Sie wollten doch zu Silvi. Ach so, ja, dann muss ich ja da raus. Also dann, geh jetzt. Mhm. Markus heiße ich. Das glaube ich, habe ich noch gar nicht gesagt, oder? Na, auf Wiedersehen, Markus. Auf Wiedersehen, Katja. Also dann, geh jetzt, gell? Mhm. Ich geh jetzt wirklich. Ja, dann geh ja wirklich. Ich steh nicht in der Tür da umeinander.
Fräulein Leni, was machen denn Sie? Was werde ich denn machen? Putzen tue ich. Nachdem mir das Fräulein Gerti unauffindbar ist, aber wenn das so weitergeht, dass ich da nur einen Deppen machen darf, dann fahre ich wieder heim, weil so geht ja nicht. Ja, die Frau Stirnbinkel. Birnstingel, ja? Ein Kalbsknochen da, den ich noch brauche, den habe ich vorhin vergessen, gell? Schauen Sie her, da hätte ich noch ein sehr schönes Exemplar. Nein, ich weiß nicht, das ist aber ein kleines Kalb gewesen. Na ja, gut, nimm mir den, ja? Gell? Sehr schön. Entschuldigung. Ja, das Fräulein Frieda, grüß noch gut. Das ist unser Pfarrerskirchen, müssen Sie wissen. Sind Sie katholisch? Ja. Dann sagen Sie mal schön grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie geht's denn unserem Pfarrer? Hä? Wenn's letzten Sonntag in der Kirche gewesen wären, hätten's gemerkt, dass der junge Kaplan die Predigt gehalten hat. Weil morgen fährt unser Herr Pfarrer in Chur. Was? Warum? Wegen seinem Kreuz. Oh, dann komm ja ich auch bald zur Kur. Ich hab nämlich auch ein Kreuz daheim. Das kommt bei ihm ja nur, weil er immer wieder in seinen kalten Beistuhl reinhockt. 100 Mal hab ich ihm gesagt, er soll doch das Jackerl drunter ziehen. Aber auf mich horcht er ja nicht. Wie ist denn der neue Kaplan? Ist er nett? Predigen muss er kennen, das ist alles. Ja, so ist er schon ein ganz netter Mensch, aber sehr still und zurückhaltend. Bitte schön, geben Sie mir 2 Paar Wiener. Ja. 2 Paar Wiener? Ja, mehr mag ich nicht. Soll das ein Witz sein? Ach, die sind doch bloß für mich. Stellt euch vor, der Kaplan ist doch tatsächlich ein Kohlrabi-Nager. Nein. Ja, wenn ich euch sag, meine ganze Kirche ist bloß noch voll gelbe Ruhm, Blaukraut und so ein komisch Kerndelfutter. Und trinken tut er bloß ein Buttermilch. Und das mir, wo ich doch für mein Leben so gern koche. Es ist ein Drama. Also, ich muss ja heute gleich in die Abendandacht gehen. Ja, das muss ich doch sein. Bei dem Kaplan müssen Sie aber schon 2 Mal hinschauen. Und gescheit auch noch. Mei, ist das ein Grisperl. Also, direkt der Barmer kommt da an, ja. Ja, also, ich da dem ja ganz einfach einen Schweinsbraten vor die Nase hinstellen. Ohne Pardon, gell? Was? 3x20? Für den windigen Knochen? Na, bravo. Habe der. Wiederschauen. 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 Mark 30, da die kriegen, bitte schön. Bei uns wird alles aufgeschrieben. Ach so. Kommst doch auch mal zu uns in die Mess. Das kann's nicht schaden. Die heutige Jugend hat so nur das Disco-Gehupfe und andere sündhafte Vergnügungen im Kopf. Mei, freu mich, wenn ich wieder mal einen gescheiten Schweinsbraten kochen kann. Ja. Führt euch beim Amt. Für Gott, führt ja noch gut. Was denn du da jetzt durch den Laden durch? Für die ist auch immer noch die Haustür da. Ja, ich hab halt vergessen, dass ich noch Blut und Leberwürsten mit heimbringen muss. Ja, dann schick dich. Ja. Und zu dir möchte ich dir sagen, der da ist in festen Händen. So, das sind ihre Blut und Leberwürste. Okay. Ich brauch keine Blut und Leberwürste. Das ist noch bloß ganz einfach. Wenn man den Dosen sucht, dann findet man es aber nicht. Was willst denn du da, Herrin? Blut und Leberwürste hat er gekauft. Ja, Blut und Leberwürst habe ich gekauft. Also dann, zu Gott. Ja. Wiederschauen. Ja, ach, ja, der Herr Lehrer, Sie kommen gerade recht. Ich wollte gerade die Gerde zu Ihnen drüber schicken. Ihr Schreiben ist verfasst. Ja, wunderbar. Jetzt kommen Sie mit drüber. Ich habe noch ein paar gute Gedanken. Chef, ich suche die wie blöd. Da hat man nämlich, der Feichel muss einen Einschreibebrief kriegen. Vom Landratsamt. Vom Landratsamt? Ja. Landratsamt? Sicher in Sachen Tankstelle. Ach, Herr Lehrer. Da. Herr Lehrer, Sie dürfen mich heute Abend ausführen. Ich? Ja. Sie? Ja. Warum? Freut uns nicht auf. Wir wünschen nicht gestört zu werden. Jetzt ging es weiter, Herr Lehrer. Ich habe noch einiges Papa. Jetzt bleibst du aber da. Gell? Grüß Gott, Herr Lehrer. Ich muss jetzt endlich den Brief mit dir besprechen. Sag mal, bist du so deppert, dass du nicht alleine einen Brief lesen kannst? Natürlich kann ich allein lesen, aber fahren kann ich nicht allein. Fahren? Wieso? Fahren? Ja, oder besser gesagt, fliegen. Fliegen? Ja, oder möchtest du nach Kanada schwimmen? Dann kann er da nicht helfen, ich kann gar nicht schwimmen.